Moin, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Wie immer, vierfach Map 2-1 ohne Gräben. Wir sind dabei, ja, Grasfeld 7 mal eben zwei Vorgewände zu ernten, damit wir dann einen Helfer einstellen können. Würde ich das mal ohne Cosplay machen lassen, also das Abfahren werde ich mit Cosplay nachher machen lassen. Aber das eigentliche Dreschen, das möchte ich eigentlich, ja, automatisch machen lassen. Also mit einem Helfer ohne Cosplay. Mal gucken. Und nicht das Dreschen, das Roden. Gucken, ob das geht. Ob wir das hinkriegen. Ansonsten heute Abend kein Livestream, morgen Abend kein Livestream, Sonntag kein Livestream. Das Wochenende nicht. Ihr wisst ja, normalerweise mal alle zwei Wochen. Und so ist es auch. Nächste Woche gibt's dann wieder. Diese Woche gibt's nicht. Ist leider so. Aber ich kann ja schon mal umsteigen. Und ich bin leer. Kann im Prinzip direkt loslegen. Wie gesagt, zwei Vorgewände möchte ich haben. Einfach damit es sauber ist. Und damit ich ein bisschen Platz zum Arbeiten habe. Das ist voll krass, wie ihr mein Transportpack und das Zwischenlager aufnehmt. Echt Hammer, vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt abgefahren. Also das hätte ich nicht erwartet. Danke, danke, danke. Freut mich sehr natürlich. Hier diese Rundungen sehe ich jetzt nicht als so wichtig an, sage ich jetzt mal, weil das ende ich ja später dann sowieso. Erstmal die Geraden vernünftig machen. Dann nachher zu gucken, ob denn hier überhaupt ein normaler Helfer überhaupt klarkommt. Wahrscheinlich nicht. Nicht ins Wasser fahren. Völliger Quatsch. Natürlich hier fahren. Dieser Spur.
Jo. Damit sind wir dann auch voll, ne? Würde ich sagen. Den kriegen wir gar nicht mehr ganz abgetankt. Teil 7. Zuckerfabrik. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Ups. So. Fruchtumfahrung ist aktiviert, ja, klappt super. Sieht auf jeden Fall jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Schauen wir mal, ob er denn wieder kommt. Wir ernten erstmal weiter. Ja, er fährt auf jeden Fall richtig rum. Er fährt nämlich falsch rum in die Zuckerrübenfabrik. Das muss man eben auch wissen. Die meisten werden es wissen, die Cosplay benutzen. Das Abkippen mit Cosplay funktioniert nur, wenn man entgegengesetzt der Fahrtrichtung in die Zuckerfabrik einfährt. Wenn man mit der Fahrtrichtung, mit der ausgeschilderten fährt, dann funktioniert das nicht. So, Zuckerrüben 100% gefüllt und dann wollen wir mal gucken. Jetzt müsste er gleich anhalten. Jetzt bleibt er stehen. Ne, fährt langsam. Und lädt sie ab, wie ich links oben im Bild sehe. Das ist doch schön. Genau so soll es sein. Und er ist leer und fährt wieder los. So, und jetzt müsste der Fahrer gleich zu mir kommen. Und müsste abtanken. Bleibt da kurz stehen. Und jetzt hat er Wind gekriegt, dass ich voll bin. Und jetzt kommt er zu mir. Fährt zwar voll durch die Frucht.
wie ich das sehe. Da hinten kommt er, aber um das jetzt gleich automatisch laufen zu lassen, ist mir das erstmal egal. Was machen meine Felder? Immer noch nicht. Wann ändert sich der Wachstumsstatus? Immer um 12 oder wie? Pflanzenwachstum ist auch an, ne? Nee, dass ich Pflanzenwachstum aus habe, das wäre peinlich, ja. Was macht er denn jetzt? Eine Ehrenrunde oder was war das? Na, wenn das nicht cool ist. Mach mal eben hier ganz leer. So. Müsste er jetzt eigentlich gleich mal wegfahren. Ja, Series 7 steckt im Verkehr fest, ich weiß. Gleich nicht mehr. Und jetzt bleiben wir mal stehen, schalten mal GPS aus und gucken mal, was passiert, wenn ich einen Helfer einstelle. Gar nichts passiert. Alternativer Helfer an, Offsetbreite. Ja, rückwärts. Ah, der. Das ging ja nicht, ne? Mit dem hier. Konnte da keinen Helfer einstellen, ne? Ja, ne, dann nützt das ja alles nichts. Macht der jetzt auch irgendwas oder? Sehen wir gleich, wenn wir ans Feldende kommen, ne? Mal gucken. Ich weiß es nicht. Aber mit dem hier funktionierte das ja nicht so richtig. Es ging, glaube ich, nur mit Crossplay, ne? Mit diesem Helfer. Ja, müssen wir mal im Auge behalten. So, was ist eigentlich mit dem Raps Ding ins Kirchen? Warum fährt er nicht mehr? Achso, weil ich ihm gesagt habe, er soll dreimal fahren. Oder ist kein Raps mehr da? Oder steht er einfach nur nicht da drunter?
So, Leute, ihr habt gehört, die Zeit ist um. Der Anhänger ist zu schmal, ne? Ja, vielen Dank für eure Kommentare, eure Likes, eure Abos. Heute Abend kein Livestream, den Rest des Wochenendes auch nicht. Jedenfalls nicht von mir. Und ja, wir schauen mal. Wir kriegen das schon hin. So, sofort abfahren. Er fährt. Ja, genau. Aber ganz normal Let's Play-Videos natürlich Samstag, Sonntag jeweils zwei. Und ich bedanke mich erstmal bei euch und sage ciao.